Das Ressourcenreh. Als der Raps im Rucksack verstaut war, gingen Bea und das Pontealon zurück in den Wald, um das Ressourcenreh zu suchen. Wenig später fanden sie es. Es sprang wild im Laub umher und wühlte mit den Vorderbeinen darin herum. Offenbar suchte es etwas und sah dabei müde und gestresst aus. Dennoch ging Bea vorsichtig auf das Reh zu und begrüßte es. »Hallo, Ressourcenreh. Ich bin Bea und das Pontealon und ich, wir sind auf der Suche nach einem weiteren Brett für eine Brücke, die ich bauen möchte. Wir haben schon einige gesammelt, aber vielleicht kannst du uns noch eins geben?« Sie zeigte dabei auf den Rucksack mit den Brettern. »Dafür habe ich jetzt wirklich keinen Kopf«, entgegnete das Reh patzig, ohne Bea auch nur anzusehen, und wühlte weiter in den Blättern. »Ich sterbe fast vor Hunger. Und irgendwo hier müssen meine Rapsvorräte liegen. Die können doch nicht schon leer sein.« Das Pontealon öffnete sofort den Rucksack und gab Bea den für das Reh gepflückten Raps. Es sagte leise zu Bea: »Ich wusste doch, dass es nicht schaden kann, dem Reh etwas zu essen mitzubringen. Es ist ein bisschen zerstreut und findet manchmal seine Vorräte nicht. Wenn man hungrig ist, kann man sich nur schlecht auf andere Dinge konzentrieren. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch, wenn man gestresst, müde oder krank ist. Das hast du sicher selbst schon erlebt.« Bea nickte, näherte sich dem Ressourcenreh und hielt ihm den Raps hin. »Hier, für dich.« Sofort stürzte sich das Reh auf und kaute genüsslich. Nachdem es seinen ersten Hunger gestillt hatte, sagte das Reh noch immer kauend: »Danke sehr. Euer Raps kam genau zur rechten Zeit. Sag mal, du hast vorhin etwas von einem Brett gesagt. Irgendwo hier liegt tatsächlich eins. Nachdem ich gegessen habe, suche ich es gerne für dich.« Das Reh hielt sein Versprechen. Und kurze Zeit später gingen Bea und das Pontealon glücklich mit ihren mittlerweile 11 gesammelten Brettern wieder ihres Weges. »Ich denke, wir haben langsam genug Bretter für deine Brücke. Ich schlage vor, wir gehen noch bei der Gen-Giraffe vorbei und dann zurück zu meinem Haus, damit du dort die Brücke bauen kannst.« »Klasse!« rief Bea begeistert und klatschte in die Hände. Sie war voller Vorfreude auf ihre Brücke und malte sich bereits aus, wie sie aussehen würde.